Kein Mobbing. Was hier? So, der, was hat denn der Eckland der zu sagen? Aha, ihr seid gekommen. Ja, das ist fantastisch. Hinfort mit dir, brüchige Maske des Alters. Nein, hört der blaue Pfeil, der bringt mich woanders hin. Hä? Okay, dann habe ich das mir nur eingebildet das letzte Mal. In welchen der Häuser bist du? Ja, ja, ich bin noch in der Kurve. Da, da ist es. Da, ja, gut. Der Pfeil, der bringt mich ganz woanders hin. Der bringt mich nämlich zu einer Quest, glaube ich. Ach, der hat uns eine Quest gegeben? Wer? Der Eckland, der. Ja, der mir auf den Sack hauen wollte. Er gibt dir gerade eine Quest. Ach so. Das Spiel, ja! Ein blutiges und brutales Spiel, das bis auf den Tod geht und Geschicklichkeit verlangt. So unterhaltsam wie Ferring. Nach der Hälfte, wo du schon weggeklickt hast. Na, das war nichts Wichtiges. Das war nur Vorpalaver. Außerdem hast du mich unterbrochen. Mann, so unterhaltsam wie Ferring der Schreckenshalekin. Aber wie die Pirschenlatter zu zischeln pflegt, bevor sie zuschlägt. Still jetzt, Opfer der Dunkelheit, still! Seid still und lauscht meiner Geschichte! Die Elfen von Gandavum, sie lebten in Frieden. Oh ja, aber eines Nachts, als der Mond sein helles Gesicht nicht zeigte, überfielen die Orks von Kasul Dagar unsere Stadt. Sie kochten und fraßen und verbrannten uns alle. Bei Tagesanbruch waren alle Elfen aus Gandavum ausgelöscht. Alle sind tot, jeder einzelne von uns, nur ich nicht, der Nachtwanderer, weit weg von der Stadt. Ich war schon damals sehr alt und nun habe ich noch viele Jahre mehr auf dem Buckel. Aber der Tod wird mich nicht finden, oh nein! Nicht bevor jeder einzelne Beste von Kasul Dagar, oh Gott, in einer Lache ihres eigenen Blutes gestorben ist. Ich mag gebrechlich, welk und grau sein, aber mein Reichtum kommt dem von Königen gleich. Unzählige Attentäter habe ich bezahlt, die meinen Rachefeldzug haben Wirklichkeit werden lassen. Und nun ist es fast vollbracht. Ich schwöre bei Kala, Herrin des letzten Blickes, es ist fast vollbracht. Nur die letzte der Kasul Dagar fehlt mir noch. Der grünende Abschluss, der Ischik... Oh nein, es ist nicht Victoria, oder? Oh, der Ischicksal genauso besiegelt wie das meine. Ich habe sie gefunden. Beim Fluche des Dornenspeers. Das habe ich. Sie weiß nicht, dass ihre unförmige Sonne in Windeseile untergeht. Tauche die Dämmerung in ein tiefes Rot. Oh, Schwert der Jugend. Möge der Tag mit dem dunklen Blut getränkt sein, das durch Victorias... Oh, ich wusste. Bringt mir das Amulett, das sie am Körper trägt, der bald vergehen wird. Dann seid ihr rehabilitiert und ich habe meine blutrote Befriedigung nach solch langer Zeit. Bye. Ich will Victoria nicht umbringen. Die ist cool. Mein Ziel ist also Victoria, ein weiblicher Ork. Ja, Victoria! Tintenfass, Zutat, nicht trinken. Es ist ihr Herz, das es in der Hand zu halten gilt. In der Hand, die es mit ihren Fingern so festgreift, dass blutgefüllte Fleisch anschwillt und es langsam zu schlagen aufhört. Die Orks von Kasul Dagar. Sie kannten meinen Namen. Oh ja! Beim Biss der Wanderschlange, sie wussten, von welchem Schlag ich bin. Also versuchten sie, ihr Allerheiligstes zu retten. Ein Säugling. Die Königin werden sollte. Doch, oh nein, vergebens! Ich habe vergessen, wie viele Jahre ich nach ihr gesucht habe und nun ward sie gefunden. Sie trägt den Namen einer Frau. Oh. Sie geht der Beschäftigung eines zivilisierten Lebewesens nach. Aber bei der Gabel der Barber-Menschenfresser, sie ist und bleibt ein Ork. Eine Zyste der Natur. Sie ist ein scheußliches Geschöpf, das aus dem verdorbenen Schoß einer dreckigen, verfilzten Bestie stammt, die in einer dunklen Höhle wie eine Hündin bestiegen wurde. Oh je. Victoria, Bibliothekarin, Tochter, ha! Adoptiertes Kind von Cecile, seines Zeichens Bürgermeister von Cecil. Cecil. Er dürstet nach Blut, das spüre ich. Kommt schon, steht euren Durst. Macht die letzte der Kasul Dagar ungeschehen. Bei den Brüsten von Sichara Ziegenmaker. Ich will Rache. Ich bin da mal weg. Ich bin nicht im Keller oder so. Okay, wir haben ein Gespräch, du musst runterkommen. Wieso? Weil wir Ausrufezeichen über dem Kopf haben. Dann haben wir einen Dialog zu führen. Okay. Hast du Dietriche? Können bestimmt einfach Victoria fragen, ob sie uns ihr Dings gibt, ihr Amulett. Wo bist du denn? Im Keller. Wo ist der Keller? Das ist eine Luke. Wenn du die Treppe runterkommst, eigentlich geradeaus. Da ist eine Luke. Okay. Und auf einmal war ich im Keller.
Und im Keller war eine Ratte, die sich geheilt hat. Okay. Und hier gibt's ganz viel Zeug. Ein Heiltrank. Hier war eine Luke. Da ist eine Luke. Hallo. Schlüssel für Taverne. Aha. Ach, guck mal, hier ist eine Giftwolke. Ja, kannst du die anzünden, hast du... Nee, ich hab keinen Feuerzauber. Ich hab nur Luftzauber. Kann ich nicht einfach weg... Aber ich hab noch eine Feuerrolle. Wir müssen nur mal ausprobieren, wie... Kann der Jahan was? Nee. Nutzlos. Ich hab noch Essen mitgebracht hier. So, was willst du denn von mir? Warte, nicht reden. Jetzt können wir reden. Ich kann nicht reden. Kann ich mit dir reden? Die Ausrufezeichen sind auch weg. Geht das hier drin nicht? Oh, na toll. Ich hab zu lange gewartet. Hm. Mano. Oh, was ist denn hier drin? Rattenschwanz. Einfache Tavernenkellertruhe. Ja, die kann ich jetzt öffnen. Verschlossen. Glaube ich. Ach nee, ich habe einen Schlüssel für... wo ist er? Ich habe einen Schlüssel aufgehoben. Sind die Schlüssel woanders? Ich habe ihn gepokt. Zutaten, Schlüssel. Oh, guck mal, wie die ihren Stab wegsteckt. Nochmal. Schlüssel für Tavernen-Ziertruhe. Alter! Steck nochmal den Stab weg. Yeah. Ich hab's gerade gesehen schon. Hier ist noch eine Truhe. Hast du echt... Oh, hier ist noch eine Identifizierungslupe und eine Stoffkappe drin. Oh, cool. Ich glaube, die Stoffkappe ist sogar... Guck mal, ob du die anziehen kannst. Ach nee, warte mal. Müsste besser sein als deine. Du meinst, ist der Eimer? Ist der Eimer, ja. Stoffkappe da. Yes. Ich frage mich, wie ich die Truhe da hinten aufkriege. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Schlüssel für eine Truhe, die oben ist. Ja, ich blende die Helme mal aus, das sieht hässlich aus. Ha? Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel für eine Truhe, die oben ist. Okay. Ich hatte ja vorhin auch irgendeinen Schlüssel gefunden. Für war der eigentlich? Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie wir die Schriftrollen herstellen. Schlüssel eines sicheren Schließfachs. Ja, hast du vielleicht irgendwie Tinte und eine Feder oder so? Ich habe Tinte und eine Feder, aber das geht nicht. Das geht nicht. Bei Tinte habe ich gefunden vorhin. Ja, hast du auch Papier? Nee, aber ich habe doch die Schriftrolle. Nee, du musst dich... Hä, kannst du da nicht einfach nur klicken? Benutzen? Nein. Senden. Ha. Aber da steht benutzen. Wo ist mein Tintenfass hin eigentlich? Ach, da. Vielleicht muss man die... Hier, ich kann sie nicht benutzen. Kann ich Kannst die benutzen? Kannst du das Tintenfass mit der Feder kombinieren? Nein, habe ich doch gerade versucht. Ja, dann... Ich weiß doch nicht. Der Nadel? Den Rattenschwanz? Den Rattenschwanz? Oh, Fleisch. Nadel mit Rattenschwanz. Ich hab hier auch noch Äpfel. Ein dickes Schinken, hab ich. Ein Kochtopf. Da drin ist auch noch eine Truhe. Ach, das ist die Tavernenziertruhe, dafür habe ich den Schlüssel. Hä, wo ist da eine Truhe? Achso, da hinter dem Gift, ja toll. Holzstapel. Wir brauchen eine Feuerrolle, wie macht man das? Verbrennung, kann ich den nicht hochheben hier? Was ist mit der Leinwand? Kann ich die... Verdammter Mist. Fahrt blockieren. Wie geht das denn? Weiß nicht. Fass. Kann ich das angreifen? Warte mal. Was machst du da? Das Fass kaputt. Warum? Was geht? Ja, wir müssen das Gift doch... Hast du nicht irgendwie einen Trank der Giftresistenz? Kann ja. Man damit vielleicht da durchlaufen? Ja, aber... Sinn? Ja, die Truhe öffnen und wieder raus. Ich weiß, das ist fast kaputt. Ich will wissen, was passiert. Oh, Mann. Oh. Jetzt ist weg. Toll. Heilung! Hier war irgendwo eine Ratte gerade, ich habe sie genau gesehen. Und? Mit Erfahrungspunkte. Oh Mann.
Trank der Giftresistenz trinken und rein, sagst du? Ja. Müsste doch gehen, oder? Giftresistenz plus 15% aber nur. Oh. Ja, dann weiß ich nicht, ob das geht. Ich habe ihn jetzt getrunken. Ich kann da gar nicht rein. Hä? Ah, nein. Nicht mit Jahan reden. Hä? Ich kann da nicht rein. Kannst du da nicht rein? Ich kann da nicht rein. Careful. I've spotted a trap. I spotted a trap. Jetzt bin ich vergiftet. Oh, jetzt bin ich drin. Aha. Aber war da ein Loch drin? Ja. Das habe ich nicht gesehen. Kannst du uns heilen? Ja, ich kann gegen heilen, aber ich kann kein Gift heilen. Das ist weg. Oh, okay. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ja, kann auch heilen. Ein Gral. Die habe ich schon gelesen. Er ist okay. Wir sind voll. Nein, du warst nicht ganz voll. Wir sind voll. Ja, das heilt immer über mehrere Runden. Mm. Oh! Was machst du? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ich hab mich nur bewegt. Eure Gruppe wurde besiegt. Warten, bis der Host das Spiel geladen hat. Alter! Das war unverhofft. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin auf irgendwas getreten oder so. Keine Ahnung. Alter! Boah! Da ist ja alles explodiert. Minimal. Jetzt habe ich wieder das Ausrufezeichen. Da. Unvergiftet. Ich öffne jetzt schnell die Truhe. Oh. Oh. Geh da nicht schon wieder. Du bist auf den Knopf getreten. Oh Gott. Jetzt können wir die Truhe wieder nicht öffnen. Jetzt muss ich wieder laden. Mit dir reden. Nein, ich will jetzt die Truhe haben. Du hast sie kaputt gemacht. Oh. Du hast das Fass nämlich zerstört, was dieses Gift versperrt. Du gehst da nicht mehr rein. Du drückst immer den Knopf. Ich gehe da mal rein und raus, ohne was zu drücken. Und du trampelt hier, trittst da alle Fallen an, ey. Boah! Upsi! Alter! Also erstmal sammeln hier. Jetzt komm ich hier runter. Jetzt lass mich doch erstmal mit dir reden. Ja, ja, komm her. Manu. Bist du? Red halt mit mir. Wo bist du? Hier im Raum und esse Sachen. Im Raum, echt. So. Das war eine recht radikale Sache, die du gerade gemacht hast im Raum mit dem Knopf. Glück, dass wir noch leben. Veränderung, die wir beobachten. Ich hätte niemals gedacht, dass sich der freundliche alte Mann, den wir draußen trafen, in so einen rachsüchtigen Mordbegeisterten verwandeln würde. Mann, ey. Er ist genauso barbarisch wie diese Orks. Und wie kann Victoria der Verbrechen ihres Stammes schuldig sein, wenn sie damals erst ein Baby war? Natürlich, Victoria weiß wahrscheinlich noch nicht einmal von ihrer Vergangenheit, dennoch ist sie auf der Todesliste eines, sagen wir, Exzentrikers. Ende. Nachsichtig. Jetzt bleib aus dem Raum. Ja. Ich mach das. Mach halt. Und ich werde vorher einen Safe anlegen. Muss ich alles wieder aufsammeln, meinen guten Schinken, den ich hier geklaut habe. Ich komm nicht drüber hinweg, ey. Trampelt die da so? Wieso ist die verschlossen? Du hast keine Dietriche, ne? Nein. Die ging aber auf. Oh, hier ist jetzt ein Stab drin. Ach, darauf hattest du es abgesehen, ne? Hier schön reloaden und so. Damit jetzt hier so ein Stab drin ist. Nein. Ja, hier, ich wusste nicht, dass das random ist, was da drin ist. Was da? Ja, in die Truhe da. Truhe Stufe 5. Zeig mal her. Oh, geil.
plus 3 aufgrund Stufenunterschieds. Was ist denn das für eine Stufe? Oh, so, das, das heißt Just Before Boom. So. Ist hier noch eine Identifizierungslupe drin? Bam, bibi, bam, 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 bibi, bam, bam. Ach, wie du jetzt hier die ganzen Sachen kriegst, weißt du? Was denn? Ich spiel nicht mehr mit dir. Was ist denn? Ich hab alles reloaded und jetzt kriegst du den ganzen Stuff hier ab. Warum ist... Guck mal, wenn du reingehst, ist da eine Falle. Bei mir nicht. Ja, weil ich höhere Wahrnehmung habe als du. Ich sehe die dann. Eigentlich muss die doch bei dir dann auch da sein. Nee, weil ich dumm bin, geht das nicht. Weil ich dumm bin, kann ich die nicht auslösen. Oh, hier ist der Thronschlüssel für die. Ach, für was? Für die Truhe oben. Ich hab, jetzt habe ich Angst. Oh, Mann, ey. So. Oh, Mann. Mein Gott, ey. Was war denn jetzt für Stuff für mich? Kriegst du gleich. Gief. Wenn du mir was identifizierst, kriegst du es gleich. Gief. Identifizier mir das erst. Gief. Faustmesser. Wo sind jetzt die scheiß Lupen hin? Ach da. Hast du noch einen Stab bekommen? Yeah. Stab. Er ist grün. Grün ist immer gut. Das ist aber, glaube ich, eher eine Zweihandwaffe für mich, glaube ich. Oh. Also das Stichwaffendings. Die Faustmesser. Gibst du mir mein Messer auch wieder? Das ist aber Stufe 5. Das ist alles zu hohe Stufe für uns immer. Egal. Gut, dass das alles nur Stufe 1 Lehrmeister benötigt. Oh, das ist ein awesome Stab. Also, eigentlich ist es kein Stab. Das ist eine Stichwaffe. Die Frage ist jetzt, wenn wir hier rauskommen wieder aus dem Keller, werden wir oben empfangen? Wir empfangen. Sie dann auf uns warten und uns hauen. Das wäre nicht so geil. Auf geht's. Ja. Glück gehabt. Das war ja auch nicht rot. Das Keller. Nee, der Keller war nicht rot, aber alles im Keller. Ja, aber. Wollen wir jetzt mal mit dem Mord weiter untersuchen? Ja, dachte ich so. Dachtest du so? Was müssen wir dafür machen? Wir müssen mit Aureus reden, dem... Oh nein, wo ist denn der? Der ist in der Kaserne. Ich weiß nicht, wo die Kaserne ist. Warte, Kaserne ist... Haben wir nicht auch Questmarker? Rathaus, Klinik... Ja, dann, um zu wissen, wo... Da, Arbeitszimmer von Auru. Okay. Aureus ist ja, auch genau. Hier. Ja, dann müssen, weiß ich, wo wir lang müssen. Hier lang. Da. Obwohl, nee, oder? Doch. Ich hab eigentlich schon wieder Stuff im Inventar zum Verkaufen. Oh Mann. Was denn? Ist doch noch Platz drin, muss doch nicht ich, verkaufen. Ich kann doch auch essen, ne? Das heilt doch auch. Ich kann dich auch heilen. Nein, warte. Ich bin jetzt zwar verlangsamt. Oh Mann. Voll gefressen und verlangsamt. Ja. Aber ich bin voll. So, hier waren wir nämlich noch nicht. Klank. Und warte. Ja, darunter, hast recht. Was ist hier? Warte, was ist das hier? Hier ist die Kantine. Sieben. Das ist die Kantine. Ja. Viel Glück da draußen. Nee, da möchte ich nicht hin. Okay, nee, wir wollen in die Kaserne. Hier ist es, glaube ich. Uff da! So, was kann man hier klauen? Du sollst hier nichts Faustschild, klauen, du sollst... Übungsschwert... Besen. Aureus. Jus. Red mit dem. Warte mal. Geht das? Warte mal. Nicht gucken. Ja, da geguckt. Warum stehst du jetzt hier? Kannst mal hinter ihm die Bücher klauen. Geht das? Was? Nein. Ach, du bist viel zu... Ups. Ich will erst die Sachen haben.
Muss das sein? Ja. Das ist langweilig. Ups. Now a stern chastisement in 3, 2. Was? What? Scheiße. Nein. Zwei in Versehen. So. Ein Steak on. Was hast du da wieder gemacht? Ein Tintenfäßchen. Oh. Jetzt reden wir mit ihm. Gut. Himmel, Herrgott, nochmal. Was haben wir denn hier? Einen sogenannten Quellenleger, hm? Ha, erledigt eure Angelegenheiten hier in Syceid, aber sorgt für keinen Ärger und kommt der Legion nicht in die Quere. Habt ihr verstanden? Ich hab genug um die Ohren mit den Erkundungen im feindlichen Gebiet. Lasst uns über Jakes Ermordung reden. Bei den Göttern, irgendein Politiker segnet das Zeitliche und alle drehen durch. Lächerlich. Ich habe diesem mächtigen Zauberer Ahu gesagt, er soll die Sache auf sich beruhen lassen. Aber er musste sich an die Quellenjäger wenden. Verdammte Zauberer, sie sehen Taubendreck und denken, es steckt Quellenmagie dahinter. Hey, ich denke, der wollte mit uns reden. Dennoch möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden. Verstanden? Ich habe das Kommando in dieser Stadt. Nicht Bürgermeister Cecil, nicht Ahu und ganz bestimmt nicht irgendein ambitionierter Quellenjäger. Untersucht von mir aus Jakes Tod, wenn euch das so wichtig ist, aber ihr erstattet mir Bericht, sobald euch etwas Ungewöhnliches auffällt. Der Tatort ist da drüben im Gasthaus zur Königskrabbe. Sagt der Wache, dass ihr meine Erlaubnis habt, ihn zu betreten, und jetzt raus mit euch. Was Jakes Frau Esmeralda betrifft. Esmeralda ist Jakes Frau. Naja, Witwe. Jeder in der Stadt, einschließlich der Krabben am Strand, ist davon überzeugt, dass sie ihn getötet hat. Das Mädchen hat zwar den Ruf einer Herzensbrecherin, aber das reicht als Beweis nicht aus. Meint ihr nicht? Oder verlassen sich Quellenjäger vielleicht nur aufs Hörensagen? Das würde vielleicht einige der Irrtümer erklären, die ihr so in der Vergangenheit begangen habt. Was hat er denn gegen uns? Das ist was? Voll doof. Ihr steht hier und wollt, ohne eine Miene zu verziehen, behaupten, dass euer Orden noch nie jemand fälschlicherweise gefoltert oder hingerichtet hat? Wohl kaum. Ich werde mir einen solchen Unsinn nicht gefallen lassen, wenn ihr mir Beweise bringt. Werde ich sie vollkommen neutral bewerten. Ja, die Legion stürzt sich auf die Vernunft und nicht auf. Stützt sich auf Vernunft und nicht auf nutzlosen Aberglauben. Richtiges Archiloch. Ich bin da mal weg. Mhm. Bye. Bye. Geh mit zu Au, der ist nett. Au ist nett. Au ist nett. Mann, die Kisten hier. Truhe mit Beweisen. Was? Ah, warte. Nichts drin. Oh, ich denke, Beweise sind da drin. Hier ist ein Beweis. Eine Schriftrolle der Elementabsorption. Glücksfund. Nix. Was ist oben? Ja, das Ahu. Ahu! 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 Was? Miau? Was? Miau? Hä? Korb. Warte, wo ist Ahu? Da ist Katze. Ahu. Die Ahu ist die Katze. Oh. Ahu? Warte mal. Oh. Wollt doch hier Sachen klauen. Quellenjäger Nyan, willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt, Nyan. Sagt der Nyan? Nein. Das war... Nein. Das ja, kümmere dich mal, Mahu. Kein Grund, so überrascht zu schauen. Oh. Upsala! Okay, ich hab... nicht fertig. Ich hab die Sympathie minus 5 dafür gefressen. Kannst du mal aufhören, uns bei jedem zu verscheißern? Das wirkt sich auch auf mich aus. Ich hab nämlich jetzt Sympathie 0 bei dem. Jetzt hast du den Dialog abgebrochen. Tut mir leid, kannst du nicht wieder dran? Nein, es ist ein neuer Dialog. Also es ist nur, kann ich euch helfen, Jan? Lasst uns über das Geschäft eines Quellenjägers reden. Gewiss. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Selbstverständlich, ich hoffe, eure Nachforschungen führen zum Ziel. Was ist in der Mordnacht geschehen? Ich kann nur ein paar Happen aus der Gerüchteküche in eine eher enttäuschende Mahlzeit zusammenbrauen, fürchte ich. Es heißt, dass nach Mitternacht eine Frau im Gasthaus zur Königsgrappe eingetroffen ist. Sie hat sich ein Zimmer im Erdgeschoss genommen, wohin ihr kurz darauf ein Mann gefolgt ist, der für Stunden vor demselben Glas Wein saß. Ich sage Mann und Frau, da beide verschleiert waren und unerkannt geblieben sind. Ungefähr eine Stunde später ist eine weitere Gestalt erschienen und im gleichen Zimmer verschwunden. Kurz darauf habe ich einen schrecklichen Lärm gehört und die wenigen verbleibenden Gäste berichteten von donnerndem Räuberstil geradeaus. berichteten von donnerndem Licht der Magie. Es hat eine Weile gedauert, bis der Gastwirt den Mut hatte, das Zimmer zu betreten, in dem der mysteriöse Vorfall stattgefunden hatte. Als er es schließlich tat, fand er Jake dort tot. Niemand weiß, woher und warum er gekommen ist, aber ich konnte einen guten Blick auf den Tatort werfen, bevor die Legion den Zutritt versperrt hat. Ich habe die Spuren böser Magie verspürt. Quellenmagie, ohne Zweifel. Wer sind eurer Ansicht nach die Verdächtigen?
Ich nicht. Jedoch hat der Rest der Stadt Jakes Frau Esmeralda gedanklich bereits den Prozess gemacht und sie verurteilt. Scheint erwiesen zu sein, dass sie die Schuldige ist. Ich behaupte nicht, dass ich von ihrer Unschuld überzeugt bin, aber lass es mich so ausdrücken. Wenn ich wirklich der Ansicht wäre, dass dieser Mordfall so einfach aufgeklärt werden kann, hätte ich nicht nach Quellenjägern verlangt. Gibt es noch mehr, das ihr mir über den Fremden erzählen könnt, die scheinbar mit den Orks gemeinsame Sache machen? Ha? Lies weiter. Ich zeig dir gleich interessante Sachen, nicht lesen. Okay. Ich kann nicht mehr sagen, als dass sie Wahnsinnige sind und umso gefährlicher für uns, da sie eine Allianz mit ihren eigenen natürlichen Feinden eingegangen sind. So schnell würdet ihr mich nicht im Bund mit einem Terrier sehen. Wow. Wie wäre es, wenn ihr mir etwas mehr von euch erzählen würdet, Aru? Aber selbstverständlich, was möchtet ihr wissen? Wer oder eher was seid ihr? Oh, ich bin nur ein Zauberer und Beschützer von Mensch und Tier. Mein Körper ist wie jeder andere dem Verfall ausgesetzt, aber mein Geist ist eine Lichtfunke aus der ewigen Sonne, die die kosmische Seele ist. Wisst ihr, mein einziger Wunsch ist eine Welt, in der jede Mutter sich umschauen und beruhigt schnurren kann, weil sie weiß, dass ihre Küken, Kinder, Welpen oder Kälber aufwachsen, ohne die Bedeutung von Gefahr zu kennen, die Auslöschung von Angst. Zu meinem großen Bedauern schnurrt noch keiner von ihnen. Ihr könnt also die Gestalt einer Katze annehmen und zieht diese der menschlichen vor? So in etwa ja. Sich zu verwandeln war immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen und ich tue es ziemlich häufig. Überrascht es euch, dass ich am liebsten die Gestalt einer Katze annehme? Ha! Das ist bei vielen so. Andererseits habt ihr nicht erlebt, wie weit gewisse Grenzen zurückgedrängt werden, wenn ihr das Reich der Instinkte betretet. Selbst artikulierte Sprache, vielleicht die größte Errungenschaft der Menschheit, kann so etwas untrennbar Angeborenes nicht ausdrücken. Es ist praktisch, sich in mehr als Katzenlauten zu unterhalten, kein Zweifel. Opponierbarer Daumen. Ich könnte ohne sie keine Tränke brauen oder Maschinen herstellen. Das kann ich offen zugeben. Warum lachst du? Aber bei Nacht draußen zu sein, auf leisen Pfoten herum, weil da so ein Fass rumläuft im Hintergrund. Aber bei Nacht draußen zu sein, auf leisen Pfoten umherzuschleichen und zu jagen, mit nur dem Mund als Zeugen. Ihr könnt euch unmöglich diesen Nervenkitzel vorstellen. Ist es nicht gefährlich, sich so zu verwandeln wie ihr? Was, wenn ihr in einer anderen Form stecken bleibt? Oh, das wird niemals passieren. Zugegeben, eine Hexe könnte dafür sorgen, dass die Verwandlung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn sie mich verzaubert, während ich eine Katze bin. Was bedeutet, dass ich einfach vorsichtig in Gegenwart von Hexen sein muss, richtig? Ich bin mein eigener Zauberer, wisst ihr? Und ich habe nicht vor, mich jemand anzuschließen. Kann man denn mit dir so handeln? Zeug eine Ölfläche. Kannst du den mal von der anderen Seite ansprechen, dass sie sich mal umdreht? Ich brauch da noch so zwei Sachen. Okay, ich bin da mal weg. Oh, wow. So, Katzi. Miau. Can I help you? Dreht sich nicht um. Nein. Die sind noch Riesennägel und ein Fallenentschärfer. Achso, pass auf. Ich öffne gleich mal jetzt ein Buch, das ich hier bei Aru gefunden habe und das ist sehr unberuhigend. Anleitung zur Universalsteuerung. Herzlich willkommen zur Bedienungsanleitung der Aru Funkensprüher 5000 Universalsteuerung. Mit dieser Universalsteuerung könnt ihr euer bevorzugten Massenvernichtungswaffe für verschiedene Befehle erteilen. Hier einige Lieblingsbefehle unserer Kunden. Zornig, fröhlich, zornig, Berserker-Modus. Zornig, zornig, schläfrig, Selbstzerstörungsmodus. Schläfrig, schläfrig, fröhlich, Deaktivierungsmodus für die Waffen. Zornig, zornig, zornig. Was ist das? Party-Modus, yeah! Hey, Party-Modus! Was? Fröhlich, fröhlich, fröhlich ist Party-Modus. Was hat. Ich habe übrigens das Gespräch nicht gehört. Ich habe mich zu sehr aufs. Ja, kannst du ja später noch anhören. Stimmt. Ich hab sonst alles. Ja. Hat er mir denn außer erzählt, die Nägel und den Fallenentschärfer, den hätte ich noch gern. Also wir müssen jetzt, glaube ich, wieder in die krosse Krabbe. In die krosse Krabbe. Und da, warte mal. Tatort untersuchen. Was haben wir denn hier noch so? Mein Inventar ist voll, ich muss Sachen verkaufen. Oh Mann. Ich kann übrigens immer noch keine Schriftrollen machen. Ich habe jetzt sogar Pergament gefunden. Pergament? Ja. Oh, ich drücke immer auf den scheiß Chat und dann... Ja, man blendet ihn doch aus. Ja, ich dachte, ich hätte den ausgeblendet, aber irgendwie kam er wieder. Was haben wir denn hier noch so?
paar Soldaten, hier ist ein Ausgang. Also bei mir sieht man nur Diebstähle. Oh, was haben wir denn hier? Becher Tee. Ich habe Tee gefunden. Schön, schön. Gibt's auch Kekse? Nee. Oh, jetzt will ich Kekse. Na toll. Super. Und ich habe Durst. Tja. Ist deine Flasche rechts neben dir leer? Ja. Oh, man. Oh, man. Geh mal in die große Krabbe. Oh Gott, so viele Quests. Ich guck alle da gar blinken. Nicht rein. Lauf! Ja, was? Meine Aufnahme hat aufgehört. Huh? Ich glaube, meine Festplatte ist voll. Oh. Dann gehe ich mir was zu trinken holen. Die ist voll. Damit ist dann erstmal beendet. wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich glaube, die hat gerade eben erst aufgehört. Hoffentlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.